Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen seit längerer Zeit nochmal zurück zu das Schwarze Schloss. Wir haben uns ja schon vor längerer Zeit die ganze Demo mal als Let's Play gegönnt natürlich, beziehungsweise ich habe es euch gezeigt. Ich habe es euch so richtig gezeigt. Aber ich dachte mir, ich mache auch mal einen kleinen Speedrun mehr oder weniger dazu, auch wenn Speedrun vielleicht ein bisschen komisch klingt für ein RPG-Maker-Spiel. Das ist jetzt nicht so super machbar auch unbedingt oder so. Aber gerade für die Leute, die vielleicht das noch spielen wollen oder noch nicht durch sind oder was auch immer, wenn die dann mal festhängen quasi, dann ja, könnte so ein Speedrun halt gut als Lösung auf jeden Fall dienen. Man kann natürlich auch in einem Let's Play nachgucken, aber eine richtige Textlösung sonst oder sowas existiert ja noch nicht. Auch wenn ich vorhabe, eine zu schreiben, hab da auch ein bisschen schon was zu gemacht. Hilfe. Entschuldigung. Hab mich da so ein bisschen an den Schumpeter-Lösungsbüchern von damals orientiert, mit Bildern dabei und sowas. Aber das ist natürlich ein Riesenaufwand, deswegen, wann das fertig sein wird, ob es jemals fertig werden wird, weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Aber ich will es eigentlich machen. Aber ich will ja so vieles machen, deswegen, ich weiß es halt nicht. Auf jeden Fall wollte ich mal eben euch dann die kürzesten Routen zeigen, wie man am schnellsten durch das Spiel durchkommen kann, dass man nur das Nötigste auf jeden Fall mitnimmt, was halt wichtig ist wirklich, um voranzukommen. Beispiel. Zu diesem Zweck überspringen wir natürlich auch das Intro, weil das brauchen wir jetzt nicht. So. Wir können einfach Enter bzw. die Leertaste gedrückt halten zum Beispiel, um halt Textboxen schnell zu überspringen. Oder auch hier, damit sie sich schneller bewegt bei solchen Sachen, wenn sie automatisch irgendwo hinläuft. Oder halt auch die Rennentaste natürlich, ne? Also Shift. Jo. Ja, das war eilig. Kochen auf Speed. Jetzt habe ich erstmal normal schnell gekocht. Das geht doch nicht. Wir müssen uns doch beeilen. Wir haben doch keine Zeit. Ist inzwischen übrigens schon anders gemacht worden mit dem Kochen im Hauptspiel dann, dass man da wirklich vorher ein Kochbuch rausholen muss, sich nochmal ein bisschen was aus der Zutatenkiste da quasi nehmen muss, dass das Kochsystem dann hier bereits eingeführt und erklärt wird. Das mal eben so als Information am Rande. Ey, ich bin fertig, du Sack. Tschö. La 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 la. La 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 la, speichern tun wir jetzt nicht. La 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 la. Ich geh in mein Haus und geh schlafen. Schalala. Da 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 da. So, der Dieb auch auf Speed. Das ist so schön. Hehehehe. Ich bin der Beste und der Schnellste und überhaupt. Ganz lächerlich. Hehehehe. Tschö. Nihihihi, ich bin so schnell wie der Wind. Speedy Gonzales. Niemand sieht mich. Ne, dann ist die Musik noch nicht mal ganz fertig. Da ist sie schon wieder wach, wenn man hier auf Speed das alles macht. Oh, ich bin in den Baum gelaufen. Das wollte ich nicht. La la la, la la. Ey, ich hab gar nichts gemacht, du. Ja, doch, die hier, du hast alles gestohlen und sowas. Nee, hab ich gar nicht. Dann gehe ich wieder. Tschüss. Hab keinen Bock mehr auf dich. Was soll ich nur machen? Alles scheiße. Alle sind gegen mich. Alle hassen mich. Warum nur? Ey, geh mal. Ja. Da kommt Anna in Mobs-Geschwindigkeit auf uns zugelaufen. Hey, was los hier? Ja, alles scheiße und sowas, ne? Weißt du Bescheid? Ach so, alles klar, ja gut. Du, ich hau da mal ab und ich verlasse Tegra für immer. Was? Das finde ich aber gar nicht gut. Ja, doch, ist jetzt halt so. Musst du mit leben, ne? Das ist jetzt halt einfach so. Ja, voll schade. Ihr solltet, ich weiß, dass solange ich schaffe, leider, ich hoffe auch. Das ist übrigens auch besser bei den Bildern, dass unten jetzt ein kleiner Pfeil dann quasi zu sehen ist, dass man weiß, dass man noch was drücken muss, auf jeden Fall. Das wollte ich mal eben anmerken. Weil manche wussten das einfach nicht, dass sie etwas drücken müssen. Ne? Damit es dann halt weitergeht und deswegen, ne?
So, Nebenquest mit Anna mit Bärlauch. Hilfe. Haben wir jetzt natürlich nicht gemacht, weil wozu? Wir wollen ja schnell durchkommen und nur das Wichtigste, wie gesagt, machen. Und Anna ist ja Nebenquest, ganz klarer Fall. So, dann laufen wir mal direkt auf den richtigen Weg zum Schloss. Den haben ja auch alle ganz gut und schnell gefunden. Auch wenn nicht jeder alle gruseligen Geräusche hier im Wald ausgelöst hat. Frevel. Und wenn Hannes hier erstmal im Wald ist, um Jessica quasi zu retten, in Anführungsstrichen retten, sie muss ja nicht gerettet werden, dann ist der Wald auch nicht mehr so schön wie jetzt mit Jessica, kann ich euch schon mal verraten. Dann ist er wirklich wie aus der Legende. Oh, guck mal, ein verlassenes Schloss. Hallo. Ich wollte schon gerade sagen, wo ist die Musik? So, wir laufen in den unteren Gang hier natürlich rein. Hier ist nämlich das Badeler. Ich habe früher als Kind immer Badeler zu Badezimmer gesagt. Fragt mich nicht, warum, mitnehmen. Dann haben wir jetzt hier die wundervolle Kerzenschale und unseren kleinen Lichtpegel. Und rennen wie der Wind zum Zimmer, wo wir schlafen können. Zu Markus' ursprünglich geplantem Arbeitszimmer. Ja, weil er hier auch ein Buch ist und sein Getränk und sowas. Aber wir wissen ja alle, er hat es im Keller. Deswegen... Wollte schon was sagen. Ich bin so schnell, dass die Musik nicht hinterherkommt. Oh, das Feuer im Kamin brennt. Das ist ja voll komisch alles und sowas. Das geht doch so nicht. Ein Mensch? Na so. Oh, sie wacht ja auf. Hi. Tut mir leid. Ich war dumm und ja, natürlich. Oh, ja, nein, warum? Nun. Wenn man das so schnell so ein bisschen liest, ne, dann ist es auch sehr lustig teilweise. Bist du in gewisser Hinsicht sehr gerne. Ach, mein Name, danke. Gute Nacht. Ob sie, falls und wenigstens bis. Ah, freundlich, laut, warum? Ich wusste, naja. Ah, sehr schön. Wo bin ich, wenn? Ich hab keine Ahnung. Ja, hey, guten Morgen. Sicher, richtig. Nun, weil wir kamen, die Dörfler, dann der Arzt. Aber ich kann dabei, das kann ich alles vorlesen hier. Ich kann dabei nicht ernst bleiben. Verstehe, ich weiß nicht. Sie ist mal davon abgesehen, was wäre, was? Naja, warum? Ich, oh doch, wie dir. Ich wurde hier, ich... Das ist geil. Ja, schön, verstehe. Ich glaube, ich gehe tatsächlich zum Bauernhof. Ich glaube, das ist ein bisschen kürzer insgesamt. So, hier, ich habe ein bisschen Geld übrigens für dich, ne? Hier, guck mal. Oh ja, geil, danke schön. Oh, du bist der Beste. Sugar Daddy. So. Nein, natürlich nicht, ne? Auch wenn Markus eigentlich schon ein alter Sack ist, ne? Aber er sieht zum Glück nicht so aus. Das wäre sonst auch ein bisschen sehr seltsam. Wäre es wirklich so ein Sugar Daddy-Gedöns. So, was kaufen wir denn? Wir kaufen ein Brot, würde ich sagen. Yes. Und noch, zwei Eier, eine Moorrübe und ja, holen wir uns noch zwei Äpfel auch, ne? Dann sind wir glücklich. Da waren manche ja auch übrigens verwirrt, so von wegen, nur weil Jessica am Anfang sagt, was sie überlegt, sich zu kaufen, das ist ein Beispiel gewesen. Und manche haben gesagt, ja, das muss man dann wahrscheinlich kaufen, ne? Und so, nein, muss man nicht. Man kann kaufen, was man will. Vielleicht sollte ich das dann noch ändern oder sowas, ich weiß es aber nicht. Weil so wichtig ist es, wie gesagt, nicht. Und sich die Sachen sonst zu kaufen, die sie sagt, ist ja auch nicht auf jeden Fall verkehrt, deswegen, so what. Aber an sich ist es vollkommen egal. So, Kampftraining, bam bam, schieß auf mich, ich, nur zu, na gut. Bam, ich töte dich. Los, mach endlich mal einen Crit hier. Danke. Ba, 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 ba. Der Kampf-Siegescreen wurde auch natürlich schon überarbeitet. Ich muss das Ganze echt mal auf Patreon hochladen. Ich habe es immer noch nicht getan. Ich wollte eigentlich erst Sachen auf Patreon hochladen, wenn ich halt auch Patreons überhaupt habe. Aber vielleicht sollte ich es andersrum machen, damit die Leute sehen, da ist auch wirklich was. Nicht, dass ich deswegen nur keine Patreons habe. Was muss ich jetzt machen? Ich habe nicht aufgepasst in die Küche, ne? War das hier eigentlich? Ja, hier war die Küche, alles gut. Essen, ja.
Bin schon ganz verwirrt hier. Ach, da ist er ja, der Hannes. Der Hannes soll dahin kommen. Es gibt ja irgendwie Hannes und der Bürgermeister, wirklich so ein Video, das ist total strange. Bam, bam, bam. Oh, ja, ist zu, ich weiß, Entschuldigung, ich habe zu oft gedrückt. La 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 la. Ist auch übrigens hier das Ding, dass es ja von manchen erwähnt wurde, so von wegen, hier sitzt doch gar keiner. Warum bittet Johannes draußen zu reden? Inzwischen sitzen da auch Leute, dass es passender ist. Weil sonst ist es wirklich etwas seltsam, ich gebe es ja zu. Ist mir dann auch aufgefallen. Aber ja. Ach ja, darf ich natürlich. Was meinst du? Ach, ich bin zum Staub. Nein, schon gut, gut. Ich sollte natürlich, danke, ich freue mich. Gute Nacht. Ah, so ein liebes Mädchen, da will ich gleich mal ein bisschen grabbeln gehen. Und ich bin am Spannern. Das ist das Geilste überhaupt. Es ist echt so witzig. Ich hatte mir das ja gar nicht so vorgestellt. Also hier natürlich beobachtet er sie kurz ein bisschen. Ne? Aber das ist eigentlich nicht lange. Und dass er ansonsten so oft an ihrem Bett steht, das ist ja eigentlich nur, dass er öfters dahin gegangen ist. Aber weil man das nicht sieht, dass er sich zwischendurch bewegt hat, sieht es halt wirklich so aus, als würde er nächtelang immer nur an Jessicas Bett stehen und sie bespannern. Und alle haben darüber ihre Witze gemacht. So, ja, hier Markus, der alte Spanner, ne, voll gruselig. Wieso beobachtet der sie immer im Schlaf und sowas? Ne, voll creepy. Und ich dachte mir nur so, nein, das war doch gar nicht so geplant. Ihr macht das alles kaputt. Aber inzwischen, hey, okay. Auch die Gesichtsausdrücke hier natürlich, weil es noch mit dem alten Maker halt ist, so die Protagonisten zumindest, ne? Wurde auch gesagt, ja, das kann man doch alles besser machen und sowas, mach das nochmal neu mit einem anderen Maker. Aber mache ich nicht. Manche finden das dann halt eher einfach nur schlechter, manche finden es aber auch extrem witzig. Und gerade wenn wir auch so an Sachen wie Final Fantasy oder sowas denken, Spiele müssen sich nicht selber auch immer hundertprozentig ernst nehmen. Und manche lieben halt auch diese komischen Gesichtsausdrücke, die nicht unbedingt immer hundertprozentig passend sind, weil das halt nicht so gut mit dem alten Maker machbar ist. Ja, deswegen, einer hat auch gesagt, bitte lass diese Gesichtsausdrücke, bitte. Und ja, da sage ich doch nur gerne. Was war das gerade für ein komischer Bildfehler? Ich habe keine Ahnung. So, hier müssen wir kurz warten. Und dann geht's weiter. Alles scheiße. Ja, echt, alles scheiße. Was mache ich nur? Staub im Schloss putzen. Ich glaube, diese Fehler, was heißt Fehler? Diese Bildsachen, die entstehen einfach, wenn ich halt wirklich jetzt zu schnell halt unterwegs bin. Weil das Spiel dann sich nur so denkt, was machst du denn da nur? Das ist ja alles viel zu schnell. Let's go. Sehr schön. Ah, oh, bin ich erledigt, ne? Das war aber auch echt schnell und sowas. Ha. Furchtbar. Hey, yo, darf ich dir Gesellschaft leisten? Sichi, setz dich, mein Freund. Ja, ich habe übrigens ein bisschen geputzt, ne? Ach, echt geil. Hättest du aber nicht machen müssen, aber ja, ich wollte was tun für dich. Ist auch okay. So, Hannes. Hannes, langer Abschnitt, wo man dann so richtig als Spieler was zu tun kriegt. Aber auch das lässt sich relativ schnell abfrühstücken eigentlich. Wie gesagt, wenn man weiß, was man zu tun hat. Erstmal natürlich müssen wir zum Bauernhof mit der Bäuerin einmal quatschen. Dann können wir jetzt in die nächsten Orte gehen. Da, 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 da. Ja, okay. La, 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 la. Da sind auch nur wenige Sachen wirklich nötig. Fangen wir hier in Havo wieder an. Da müssen wir eigentlich nur hier einmal ganz schnell durchlaufen. Und mit Ihmchen hier reden. Durch den Mr. O spawnt. Der wird wahrscheinlich auch noch ein besonderes Symbol bekommen, wenn man in seiner Nähe ist, dass man weiß, hey, der ist wichtig, den muss man anquatschen. Weil es gab Leute, die den tatsächlich übersehen haben, nicht angequatscht haben, aber nur dann,
erscheint hier halt Mr. O. Und mit dem müssen wir auf jeden Fall reden. Der ist eine Pflichtperson, damit es mit der Hauptstory später weitergeht überhaupt. Und von dem bekommt man im Hauptspiel auch noch ein Buch, wo einem nochmal genauer die Steuerung erklärt wird für Kämpfe, wie man fliehen kann und so weiter und so fort halt Hilfe. So, hier müssen wir ganz kurz nur, ich glaube, ich habe den Umweg genommen, egal, mit Madame Magori quatschen. Wir müssen aber ihre Quest dafür nicht annehmen. Nur mal kurz hier sagen, hi, wer bist du, alles klar, bla bla bla. Ansonsten egal, willst du es besorgen? Nein. Das dauert nämlich viel zu lange. Aber fürs richtige Hauptspiel wäre es natürlich von Vorteil, die Quests durchaus zu machen. Um mit Hannes möglichst viel zu leveln, weil... Ich glaube, man braucht Level 6 oder sowas, um halt... Ich wollte nicht wieder raus. Um halt gut hinterher den Spukwald zu schaffen, um Jessica da quasi abzuholen. Ja, das tut mir leid, ne? Ich kann leider nichts für dich tun, ich bin ein unfähiger Hannes. So, jetzt haben wir mit allen drei wichtigen Personen gesprochen. Ne, Mr. O, die weinende Frau und halt Madame Magori. Wir müssen aber keine Quest, wie gesagt, zwingend annehmen, um hier erstmal durchzukommen. Dann kommt sofort der Kumpel und wir können zurück nach Tegra. Und, ja, ne. Ne, hier ist er halt wieder quasi am Spannern. Das war ja gar nicht so geplant. Ah! Morgen. Hä? Wie lange stehst du schon hier? Ach ja, nicht allzu lange. Ich bin kein Spanner und sowas, ne? Hoffe ich doch. Ja, ich wollte einfach, ne, also böse. Jessica, nein, es ist die Wahrheit. Ach, sie ist so traurig. Ach, Mensch. Ich meine, daher, ja, würde natürlich, du brauchst. Danke, Markus, klar, gerne. So, hier hat kurz Anna ihre wilden Gedanken. Wo ich auch durchaus geplant hatte, dass sie ein paar Quests hier ja dann machen könnte für die Leute in Tegra, aber ich glaube, das wäre mega langweilig geworden. Und habe mich dann entschieden, sie doch später nicht mit in die Gruppe zu nehmen an sich. Wodurch das dann auch alles gar kein Problem ist. Batsch. Dann halt nicht. Das ist die Pornomagazine. Oh ja, geil. Ah, aua. Ja, ich blute. Alles scheiße und sowas. Huch, wo will er denn hin? Hey, alles okay? Nein, bitte nicht. Lass mich. Gut, warum? Wozu? Auch der Geruch. Was, Geruch? Ja, du stinkst. Möchtest du? Ja. Ja, danke. Ja, ich kann. Verrätst du mir? Danke. Einverstanden? Natürlich. Ich mich auch. Ja, hast du was für Vampire gelesen? Ja, ich finde die voll gruselig. Ach, scheiße. Aber ich bin doch auch einer. Das ist aber voll böse, dass du Vampire jetzt nicht magst. Naja, irgendwie mögen vielleicht schon, aber... Ach, ich weiß auch nicht. Tschüss. So, der erste richtige Albtraum, den man auf jeden Fall nicht umgehen kann. Aber wenn man vorher eine andere Option wählt, nämlich sozusagen die falsche, dass man ein besonderes Essen für Markus zubereitet, anstatt halt... Hier ist die Maussteuerung echt besser. Dass dann halt auf jeden Fall ein anderer Albtraum schon vorher getriggert wird dadurch. Das hatte ich mir an sich so grob überlegt, ob wir es wirklich so gut umsetzen werden insgesamt fürs ganze Spiel, weiß ich nicht. Aber ich hatte mir überlegt, wenn man die falschen Entscheidungen trifft, wird es noch mehr horrorlastig, dass sie mehr Albträume hat und ja. Aber ob einem da genügend einfällt, so groß für gute Albträume, was da auch passieren soll und sowas, ne, weiß ich halt auch nicht so an sich. Müsste ich mir vielleicht nochmal überlegen. Naja, was soll's. Oh, ich hatte so einen schrecklichen Albtraum. Du wurdest getötet und ich dann auch. Schlaf weiter. Na gut. Auch dieses hier am nächsten Morgen und sowas haben wir jetzt immer schön in die Mitte gesetzt. Wirklich jedes Mal. Damit es natürlich einheitlich ist, weil später hatten wir das sowieso schön groß in der Mitte, dass es hier nicht mehr so komisch am Rande nur ist. Das ist nur noch in der Demo halt so. Das ist auf jeden Fall was Gutes. Meine Meinung, ja, okay, ob Anna, was? Nein, ach, nichts, ach, schwer, ich verstehe, das stimmt. Bist du fertig? Ja, wir können gehen. Na, guck mal, hier voll schön, ne? Soll ich ein paar Fische vielleicht besorgen für diesen Teich? Ach, ich weiß nicht, ja, könnten wir aber eigentlich machen, ne? Ich denke mal, das würde ganz schön sein.
Aber eigentlich mag ich dich gar nicht mehr. Ich gehe jetzt. Tschüss. Och Mann. Alles scheiße. Sei doch nicht so. Oh. Ja, egal. Auch hier wird mir das jedes Mal gefragt im Hauptspiel, möchtest du erstmal speichern, dass man nicht sofort ins Speichermenü geworfen wird. Dass man die Möglichkeit natürlich halt hat. Man muss es ja auch nicht zwingend tun. Nur halt, ne, wenn wir so lange Cutscenes hier sind, damit man halt wirklich nicht lange sich das alles geben muss, theoretisch. Auch wenn es ja so echt schnell geht, ne, mit dem hier. Einfach gedrückt halten und alles wird quasi gefühlt übersprungen. Aber, naja. La, 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 la. Sol hatte nochmal angemerkt, auch so von wegen, wieso ist es eigentlich so, dass er Jessica am Anfang quasi riecht, aber nicht das Feuer, dass es brennt, dass er sich darüber wundert, dass es am Brennen ist. Und dann so, ja, ganz klar, weil Jessica auch in der Haupthalle unterwegs war, der Duft einer Sterblichen ist dort natürlich sehr viel stärker gerade als das Feuer, was noch eine Tür quasi weiter ist, wo er gesagt hat, okay, das kann ich gelten lassen, das verstehe ich. Deswegen, immerhin, das ist keine Logiklücke. Oh nein, deine Augen, Hilfe, Nix da. Doch, schnapp. Lass mich los. Nein, mache ich jetzt nicht. Dreh dich um. Rede mit mir. Ich tu dir doch überhaupt nichts. Ach so, aber du bist doch ein Vampir. Ja, bin ich, das ist richtig. Aber ich tu dir eigentlich gar nichts. Aber warum? Ich habe trotzdem Angst und sowas, ne? Also, ich finde das ja jetzt eigentlich gerade nicht so knorke von dir. Ich habe dir vertraut und jetzt bist du aber ein Vampir. Das ist alles scheiße. Dann gehe ich halt. Ah, ja, ich gehe auch. Das ist alles so traurig. Warum nur? Eine Stunde später, ne? Da hat man es nochmal gesehen, ne? So schön groß in der Mitte ist jetzt alles. Bist du dich auch am nächsten Morgen, etc. pp. Da, da. Auch so wunderschöne Musik, wirklich. So traurig. Von Alexander... Na, keine Ahnung, ich weiß deinen Namen nicht mehr. Ja, du hast recht. Ich lieb dich, ja, ich lieb dich auch. Hehehehe, lustig, ne? Ja. Voll cool eigentlich. Ich finde das jetzt eigentlich total toll, einen Vampir als Freund zu haben. Ja, ich kann dir auch alles erklären und sowas, ne, was so bei mir abgeht und sowas. Lalalala, hehehehe. Ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und da sind wir auch schon fast durch. Speedrun ist jetzt gleich zu Ende. Jetzt müssen wir uns natürlich noch die letzten paar Räumchen anschauen. Und dann haben wir es eigentlich auch schon. Oh ja, voll cool hier. Ja, kannst dich umschauen hier, ne? Aber fass am besten nichts an. Okay, dann halt nicht. Dann gehe ich direkt wieder. Ach ja. La. Ich glaube, die Folterkammer müssen wir uns nicht anschauen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Deswegen gehen wir direkt wieder. Jetzt fehlen dann nur noch die beiden Türmchen. Na. Ich fand es ja auch immer wieder lustig, wenn manche Leute gesagt haben, oh, ist das Schloss groß, ne? Ich werde mich hier so verlaufen. Wo ich mir nur dann so denke, habt ihr noch nie Vampire's Dawn gespielt? Das Schloss von Asuka ist tausendmal größer, da verlaufe ich mich auch. Aber das ist ja ganz gut, wirklich. Von der Aufteilung her, deswegen, hier findet man sich relativ schnell eigentlich zurecht. Hier müssten wir eigentlich auch noch eine Abfrage reinmachen, ob wir vorher halt im Arbeitszimmer waren oder nicht, weil sonst ist es komisch, dass sie hier nochmal nachfragt, hä, was machst du denn für Experimente? Kann man sich schon denken, Jessica, bist du doof? Hat er doch gerade eben schon erzählt.
aber naja. Da. Willst du es wirklich sehen? Nee. Nee. Können wir ruhig lassen. Okay, tschüss. Dankeschön. Gut, dann mal wieder ab in die Haupthalle. Oh, guck mal, hier schlafe ich. Ein Sarg, oh nein. Hast du mich jetzt? Ja. Nein, natürlich nicht. Heute geht's lecker Fisch. Obwohl ich persönlich nicht auf Fisch stehe, aber Jessica muss ja nicht alles genauso machen wie ich. Oh ja, es wird mir schlecht. Sorry, aber ich wollte ein bisschen Blut doch trinken. Du hast doch gesagt, es wäre okay. Ja, aber ich habe mich geirrt. Bis morgen, meine Geliebte. Na, hier geht er endlich mal und steht nicht die ganze Zeit in ihrem Bett. Ne, ist doch auch eine feine Sache, mal zur Abwechslung. Ah! Ach, mir ist so heiß geworden auf einmal. Aber das lag diesmal nicht an dir. Ach, das ist ganz schlimm. Ich habe gebrannt. Wie Alessa. Alles scheiße. Ist auch so eine Sache, denn dass ich da eher an Silent Hill gedacht habe, als an Vampire's Dawn. Und alle haben so gesagt, ja, hier voll Vampire's Dawn-mäßig, ne? Wie da die Hinrichtung. Ja, vielleicht habe ich daran an sich auch irgendwie hinterher gedacht, aber mein erster Gedanke war eigentlich Alessa in Silent Hill, dass die verbrannt werden sollte und so. Weil da wurde ja auch immer gesagt, Hexe und sowas. So, Markus wird creepy, das überspringen wir auch mal ganz fix. Das ist ja sonst viel zu gruselig. Oder so. Aber ich finde das schon sehr geil. Vor allem, es gibt später noch so richtig geniale Endings, auch nochmal so Scherz-Endings und sowas. Und ja, das ist schon so eine Sache für sich auf jeden Fall. Da er so langsam und bedrohlich gehen soll, sieht das so beschleunigt dann mega albern irgendwie aus. Wir verkloppen dich alle. Nix da, ist ja echt witzig. Ich mach euch platt. Ach du Scheiße, ich muss mal auf Klo. Ich auch. So, tschüss, ich gehe hier lang. Lalalala. Wichtel hat ja zum Beispiel noch so gemeint, so, ja hier, du musst ja die Bahn noch abbrennen, ne, damit es wie ein Unfall aussieht. Aber das ist ihm ja scheißegal. Ja. Und da haben wir es dann auch schon durch. Das war die Demo, das war das schwarze Schloss. Ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was man im Schnelldurchlauf sozusagen nur zu tun hat, um wirklich voranzukommen. Und, ja, war jetzt so eine kleine Sache, das sollten wir vielleicht auch noch auf Deutsch ändern, damit es einheitlich ist, aber hey. Auf jeden Fall haben wir es ansonsten jetzt geschafft, wir sind durch. Das hat jetzt echt nicht lang gedauert. Und, ja, ne, das ist dann der Schnelldurchlauf, wie gesagt, wenn man weiß, was man zu tun hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass dieser kleine Speedrun vielleicht dem einen oder anderen dann wirklich als gute Lösung dienen kann, helfen kann, wie auch immer. Und gerade wenn man sich auch die anderen Optionen ansehen will, für halt hier eher die schlechten Sachen, so, ja, man hat immer eine Wahl und ach, ich gucke mir lieber das Schloss an, als mit dir zum Bauernhof zu latschen und solche Sachen, ne? Dann wisst ihr jetzt auch, weil manche wussten das wirklich nicht. Die dachten, sie müssten dann die Enter-Taste oder sowas hämmern. Nein, sie können es auch einfach gedrückt halten, beziehungsweise ich habe die Leertaste gedrückt gehalten. Das ist alles dann gar kein Thema und die Textboxen flitzen nur so hinfort. Und natürlich, wenn das richtige Hauptspiel erstmal so richtig, richtig losgeht, hat man auch sehr viel mehr zu tun als Spieler, genau wie in dem Abschnitt mit Hannes eigentlich. Ne, dass da nicht nur Story ist, es bleibt nicht so extrem Visual Novel-mäßig, denke ich, hoffe ich, je nachdem, was mir noch alles an Story natürlich einfällt. Aber insgesamt wird man natürlich mehr zu tun haben. Es wird Bosskämpfe natürlich auch geben, ganz klassisch. Es wird Nebenquests jede Menge geben. Wo ich mir auch überlegt habe, dass zum Beispiel Nebenquests in diesem Anschlagebrett vor dem Haus des Bürgermeisters in Darnon stehen könnten. Dass sich das vielleicht von Zeit zu Zeit ändert, wenn es irgendwie gut möglich ist. Dass man dann da halt ja, verschiedene Sachen hat, Nebenquests, die man halt annehmen kann.
Und ja, das erste wird wahrscheinlich sein, irgendwie die Räuber hochzunehmen, wo man ja mit Hannes schon an sich hin kann in diese Räuberhöhle, wo diese drei Wölfe sind. Die kann man an sich mit Hannes auch schon platt machen, wenn man genug levelt. Aber wie gesagt, wenn man kein absoluter Typ ist, der jetzt Kämpfen extrem mag, so wie ich, weil ich will eigentlich nicht so viele Kämpfe drin haben, dass man gezwungen ist, viel zu leveln. Weil gerade bei Vampire's Dawn ist mir das halt wirklich unglaublich auf die Nerven gegangen. Aber, ja. Wie gesagt, wenn ihr auf jeden Fall Insider-Wissen haben wollt, was schon alles fertig ist, was da jetzt so alles schon eingebaut wurde ins Spiel, wie das aussieht, etc., dann könnt ihr mich gerne auf Patreon unterstützen, dann kriegt ihr alle möglichen Insider-Infos en masse eigentlich. Vielleicht könnt ihr auch ein bisschen dann im Spiel mitwirken, je nachdem. Mit Ideen oder irgendwelchen Nebenquests, ne, wenn ihr mir da was vorschlagen wollt, auch in dieser Hinsicht, ne, gerne, gerne. Ihr werdet dann auch speziell natürlich dementsprechend erwähnt im Spiel, als Dank, so Special Thanks, keine Ahnung. Es gibt auch sogar bisher schon eine Säule, das haben wir jetzt auch neulich erst eingebaut. Wenn man außen im Schwarzen Schloss da außen halt rumrennt, wo die Türme miteinander auch verbunden sind, ne? Da gibt es ja einmal so ein, ja, ein Obelisk quasi, wo eigentlich nichts drauf stand. Und das fand ich schade. Viele haben den auch wirklich untersucht und so, ja, okay, ist halt nix. Das hat sich jetzt auch geändert. Alle, die bisher schon das Schwarze Schloss Let's Played oder gestreamt haben, sind da jetzt namentlich aufgeführt. So als spezieller Dank halt wirklich. Und ja, ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. So als Ehrung sage ich mal, hey, ihr habt das hier geholfen, ein bisschen mehr publik zu machen, ne, davon schon mal was zu zeigen und sowas. Deswegen, ne, ihr seid quasi sowas wie Ehrenritter und ihr steht dann jetzt deswegen da. Ob es noch wahre Ehrenritter bezüglich Patreon, wie gesagt, geben wird, ist dann eine andere Frage. Aber auf jeden Fall, ihr habt die Möglichkeit. Dann seht ihr schon mal den neuen Siegescreen und es gibt auch nämlich schöne Bildchen. Zum Beispiel, wenn man ein Level-Up bekommt. Das gibt es natürlich für jeden. Für Hannes, für Jessica und für Markus. Und ja, das auf jeden Fall soweit so gut, ne? Und wie gesagt, wir sind natürlich in der Entwicklung des Spiels schon, ja, viel weiter vielleicht nicht, möchte ich sagen, aber es sind auf jeden Fall auch nochmal inzwischen weitere Endings drin. So zwischen Scherz-Endings, wie gesagt, und neue Zeichnungen auch auf jeden Fall an sich für die Hauptstory, wie auch hier schon die paar, die es jetzt hier so gab. Geht auf jeden Fall gut weiter, wieder mit bunt gemischter Musik von halt lizenzfreier Musik, die man so an sich nutzen kann. Und natürlich Musik von den verschiedenen Makern, die wir halt so haben. Es bleibt weiterhin hübsch, spannend, teilweise auch lustig. Ne? Alles, was man sich halt so wünscht. Gut, aber jetzt habe ich auch wirklich genug gelabert. Wie gesagt, das war's. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne dementsprechend ein Däumchen nach oben und auch gerne einen Kommentar. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten, was auch immer ich mache. Und bis dahin, euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Eure Vampi. Ciao.